Hey Leute, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Es ist schon eine ganze Weile her, da gab es von mir das letzte Video und zwar zum Vergleich des Echo Dot der zweiten Generation mit dem Echo Dot der dritten Generation. Heute geht es um ein weiteres Echo-Gerät, diesmal um eines mit einem Bildschirm vorne dran. Wie ihr seht, den Echo Spot. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Das Unboxing zum Echo Spot ist jetzt schon eine ganze Weile her. Falls ihr dieses verpasst haben solltet, habe ich es euch hier oben rechts in den Infokarten nochmal verlinkt. Und inzwischen hatte ich die Zeit und die Möglichkeit, den Echo Spot einfach mal auf Herz und Nieren in meinem Alltag zu testen. Bei mir kam das Gerät in der Küche zum Einsatz. Ich habe es einfach oben auf die Kaffeemaschine draufgestellt und habe einfach mal geguckt, wie praktisch es überhaupt sein kann, ein Echo-Gerät mit einem zusätzlichen Touch-Display zu besitzen. Doch kommen wir erstmal zu dem Grundlegenden, und zwar dem Design des Gerätes. Wir sehen hier zuallererst ein Touch-Display mit einer Diagonale von 64 mm. Und was da meiner Meinung nach extrem ins Auge schießt, ist zuallererst der extrem breite Displayrand. Im Zeitalter der randlosen Displays hat Amazon sich getraut, tatsächlich ein rundes Display einerseits herauszubringen, aber einen so dicken Rand zu verbauen, dass man meinen könnte, hier wäre einfach nur ein Viereck drin, das mit einem Kreis überblendet worden ist. Von außen betrachtet sieht das Gerät aber trotzdem sehr schick und elegant aus, dadurch, dass es einfach sehr schlicht gehalten ist. Und wer meine bisherigen Videos schon mal gesehen hat, weiß, mir gefällt einfach ein sehr schlichtes und zeitloses Design, so wie es hier einfach der Fall ist mit dieser abgetrennten Kugel. Das Material des Gehäuses des Echo Spot ist ein Kunststoff, in meinem Fall in der Farbe mattschwarz. Diese mattschwarze Farbe gefällt mir persönlich sehr gut. Man sieht auch nicht so sehr die Fingerabdrücke darauf und die Oberfläche ist nicht ganz so anfällig gegen Kratzer wie die des Echo Dot der zweiten Generation. Und wie man in der Werbung schon sehen kann von Amazon, ist der Echo Spot natürlich eine sehr schicke Uhr. Ihr habt die Möglichkeit, verschiedene Watchfaces anzeigen zu lassen, ob es jetzt so wie hier eine analoge Uhr ist oder eine digitale Uhr. Ihr könnt euch das Datum anzeigen lassen, aber auch eure Termine oder das Wetter in eurer Umgebung. Doch kommen wir zu einem weiteren sehr wichtigen Aspekt für einen solchen Sprachassistenten, und zwar ist das der Lautsprecher. Wir haben hier einen 36 mm Lautsprecher verbaut und wer das Video vom Echo Dot Vergleich schon bereits gesehen hat, weiß, dass der eine weniger hat und der andere mehr. Das heißt, auch klanglich liegen wir beim Echo Spot irgendwo zwischen dem Echo Dot der zweiten Generation und dem Echo Dot der dritten Generation. Ebenso zum Thema Sound gehören für mich auch die Mikros. Wir haben hier in diesem Gerät vier davon verbaut, um die Fernfeldsprachsteuerung zu ermöglichen. Und meiner Meinung nach funktionieren sie einwandfrei. Insgesamt haben wir hier ehrlich gesagt kein Klangwunder, aber meiner Meinung nach braucht man es auch gar nicht von so einem kleinen Wecker. Aber nehmen wir uns doch mal das Display noch mal genauer zur Brust. Das 64 mm große Touch-Display funktioniert meiner Meinung nach recht zügig, reagiert problemlos und schnell auf eure Berührungen, ist hell genug und bringt eine ausreichende Auflösung mit sich. Und trotz der Kritik an den breiten Displayrändern ist das Display tatsächlich in dem Fall ein Mehrwert im Vergleich zu den anderen Geräten, denn er bietet euch zusätzlich noch ein visuelles Erlebnis zu eurem Sprachassistenten dazu. Und das kann hin und wieder doch recht interessant und spannend sein. Doch was sind überhaupt die konkreten Vorteile des Displays? Meiner Meinung nach ist die Anzeige von Wetter und Uhr natürlich schön und gut, aber das Display kann auch viel mehr. Es zeigt euch zum Beispiel während der Wiedergabe von Liedern den dazu passenden Songtext an. Das heißt, ihr müsst nie wieder überlegen, singt ihr das überhaupt gerade richtig, sondern könnt einfach aufs Display schauen und fröhlich vor euch hin trällern. Die 100 Sekunden News, die wir von den anderen Echo-Geräten kennen, kann man hier sogar anschauen. Videotelefonate sind dank der zusätzlich eingebauten Kamera hier oben auch möglich. Erwartet jedoch keine allzu gute Auflösung von der Kamera. Versucht man nämlich mit der integrierten Kamera ein Selfie von sich zu schießen, merkt man, wie rudimentär diese Auflösung tatsächlich eigentlich ist. Der tatsächliche Kaufgrund für mich war aber die Verbindung mit Überwachung. Wie ihr aus einem meiner vergangenen Videos wisst, habe ich mir ein Arlo Pro zugelegt und den kann man hier über einen einfachen Skill mit verbinden. Das heißt, ich brauche lediglich zu sagen, Echo, zeig mir meine Überwachungskamera, und zack, wird mir hier auf diesem Display die Überwachungskamera kurz angezeigt. Natürlich könnt ihr zum Beispiel auch eine Gegensprechanlage von der Firma Ring damit verbinden und somit sehen, wer da überhaupt klingelt, während ihr in der Küche steht, irgendwas kocht, was meiner Meinung nach natürlich extrem praktisch ist. Nicht ganz unerwähnt möchte ich dabei aber den Skill des Arlo lassen. Wenn ihr nämlich mal bei den Skills reinschaut, ist dieser extrem schlecht bewertet und ich kann es auch nur bestätigen. Diese funktioniert meiner Erfahrung nach in lediglich 60 bis 70 Fällen wirklich einwandfrei und zuverlässig. Was aber natürlich kein Minuspunkt für den Echo Spot sein
sein soll. Ebenfalls angenehm ist es, sich zum Beispiel To-Do- oder Einkaufslisten anzeigen zu lassen und diese einfach per Display zu bearbeiten. Wer mit diesem Gerät, so wie ich, in der Küche arbeitet, kann zum Beispiel auch mehrere Timer laufen lassen. Während zum Beispiel die Nudeln kochen und der Kuchen backt, könnt ihr parallel auf dem Gerät mal kurz nachschauen, welcher Timer wie weit schon ist, ohne das Gerät überhaupt jedes Mal nachfragen zu müssen, wie es bei den anderen Echo-Geräten ist. Doch trotz allen Vorteilen, die das Display natürlich hier mit sich bringt, gibt es selbstverständlich auch ein paar kleine Nachteile. Zum Beispiel könnt ihr hier keine YouTube-Videos angucken. Ich weiß nicht, warum das noch immer nicht funktioniert. Es funktioniert auch beim Echo Show, dem großen Gerät, nicht. Ob das irgendwann mal kommt, steht bisher noch in den Sternen. Meiner Meinung nach interessante Variante, den Echo Spot noch zusätzlich in der Küche zu nutzen, wäre natürlich die App Chefkoch. Hier gibt es den Skill, man kann sich bestimmte Rezepte anzeigen lassen. Fängt man jedoch an, das Rezept hin und her zu scrollen mit dem Finger, geht man kurz zur Seite, um weiterzuarbeiten, geht dann wieder zurück zum Gerät, fällt einem oft auf, huch, Chefkoch ist wieder ausgegangen und man sieht wieder den Home-Bildschirm. Was natürlich sehr ärgerlich ist, weil ihr das Rezept jedes Mal wieder neu suchen müsst. Und das Rezept einfach vorlesen lassen ist nicht wirklich hilfreich, meiner Meinung nach. Auf diesem Display könnt ihr natürlich über Prime Videos angucken. Aber es ist einfach so klein, dass der Videogenuss gar nicht so wirklich da ist. Klar, wenn ihr nebenher beim Kochen irgendein Video anhören wollt und ab und zu mal kurz reinguckt, ist das völlig in Ordnung. Wenn ihr aber wirklich länger da drauf schaut, werdet ihr schnell merken, dass es einfach viel zu klein ist. Und meiner Meinung nach liegt es ja auch gar nicht an der Größe des Gerätes, sondern tatsächlich an der Displayabmessung. Dadurch, dass das Display im Verhältnis zum Gerät so klein ausfällt, macht das Anschauen von Videos einfach hier keinen Spaß mehr. Mein kleines Fazit zu dem Gerät fällt eigentlich positiv aus. Trotz des kleinen Displays bietet das Gerät zusätzlich mit der Touch-Bedienung natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ihr seid nicht mehr nur auf Spracheingaben beschränkt. Falls tatsächlich mal leise sein sollte, könnt ihr einfach per Fingertipp Lampen anmachen, Lampen ausmachen, eure anderen Geräte bedienen. Ihr könnt einfach euren Sprachassistenten auf eine ganz neue Weise erleben. Wer sich also ein kleines Echo-Gerät zulegen möchte, das noch zusätzlich einen haptischen Aspekt mit sich bringt und einfach per Touch-Display steuerbar ist, der ist mit dem Spot natürlich bestens bedient. Die einzige Verbesserung, die ich mir wirklich beim Echo Spot der zweiten Generation vielleicht wünschen würde, wäre ein randloses Display oder zumindest mal mit etwas schmälerem Rand. Das würde einiges viel einfacher machen und vor allem das Videoerlebnis extrem verbessern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video und falls ihr weitere Fragen haben solltet, Wünsche oder irgendwelche Anregungen zu weiteren Videos, dann schreibt sie einfach hier unten in die Kommentare rein. Und somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao!